Eismeteorite haben alle eine geschmolzene Phase durchlaufen. Vielleicht als Kern auf dem Asteroiden, zumindest aber als eine separierte Metallphase, siderophile Phase in einem Asteroiden. Jetzt ist natürlich interessant zu wissen, wie die Abkühlrate dieser geschmolzenen Metallphasen waren, um etwas zu lernen über die Entwicklung beispielsweise eben der Asteroide in diesen, die entstanden sind. Dazu gibt es verschiedene Möglichkeiten und eine Möglichkeit ist einmal hier in diesem Diagramm dargestellt. Was man dazu macht, ist, dass man sich die Mikrostruktur anschaut von nickelreichen Metallen von Tänit. Da sieht man so eine Wabenstruktur und in diesen einzelnen Waben praktisch sitzen dann diese unterschiedlichen Phasen von nickelreichen Metallen. Und diese Phasen, die da drin sind, deren Größe kann man bestimmen und dann sieht man, dass die Größe dieser Phasen korreliert mit der Abkühlrate. Das heißt, die Abkühlrate, die hier auf der X-Achse dargestellt ist, in Millionen Jahren pro Kelvin, die musste erstmal mit einer unabhängigen Methode bestimmt werden, um dann zu schauen, ob das an sich funktioniert. Das hat man gemacht. Also diese X-Achse hier, die Abkühlraten, die sind unabhängig bestimmt worden. Man sieht, dass hier eine Korrelation gibt und daraus kann man dann eben schließen, dass man auch diese Inselbreiten, diese Mikrostrukturen verwenden kann für Abkühlraten. Wie sehen die jetzt hier aus? Also wie gesagt, Abkühlrate auf der X-Achse und auf der Y-Achse ist jetzt diese Größe dieser Inselbreite dargestellt. Das ist so im Mikrometerbereich. Skala ist hier Nanometer, also im Submikrometerbereich. Und man erkennt jetzt, dass man zunächst mal, wie gesagt, diese Korrelation hat, dass man als dass diese Inselbreiten kleiner werden, wenn man eine höhere Abkühlrate hat. Ja, man hat ja hier Abkühlraten von 500 Kelvin pro Million Jahren. Sind die Inseln kleiner, ist auch irgendwie klar, die können da nicht so wachsen, wie zum Beispiel bei Ostwald Ripening dann oder sonst irgendwas. Und wenn die Inseln eine höhere Breite haben, hat man dann eben auch entsprechend geringere Abkühlraten. Die Abkühlraten insgesamt gehen hier über einen Bereich von zwei Größenordnungen, also relativ viele. Also mal 500 Kelvin pro Million Jahre und mal nur 0,5 Kelvin pro Million Jahre. Das ist natürlich dann schon sehr viel deutlich langsamer. Also so ein Mutterkörper braucht dann wirklich sehr viele Millionen Jahre, beziehungsweise die Metallphase da drin, bis sie vollständig abgekühlt ist. Man kann es hier sehen, dass nicht nur Eisenmeteorite damit, oder deren Abkühlrate damit bestimmt werden kann, sondern auch von anderen Meteoriten, also hier oben gerade eben beispielsweise Mesosiderite, aber auch sowas wie gewöhnliche Chondrite. Wenn man sich dort die Metallphase anschaut, können wir, oder deren Abkühlrate kann wahrscheinlich hiermit auch etwas bestimmt werden. Hier der Inset zeigt nochmal die einzelnen Meteorite und auf einer Nicht-Log-Skala. Also hier ist ja die Y- und die X-Achse. Die X-Achse ist eine Log-Skala, die Y ist linear. Und hier wird das Ganze nochmal beißlinear dargestellt, um ein bisschen zu sehen, wie das dann in dem Fall tatsächlich aussieht. Und das ist eine Möglichkeit, um die Abkühlraten von Eismeteoriten zu bestimmen. Es ist aber natürlich auch ein Diagramm, in dem man mal nachschauen kann, was für Abkühlraten solche Eismeteorite tatsächlich erlebt haben. Und da sieht man eben sowas wie zwischen 0,5 und 500 Kelvin pro Million Jahre.